Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Superflat. Wir machen direkt da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir bauen weiter Häuser für das Viertel. Da wir ja letztes Mal mit einem sehr hellen Haus aufgehört haben aus Birkenholz, habe ich mich dafür entschieden, diesmal was Dunkleres zu machen. Mit Smooth Blackstone an der Seite, brauner Keramik und diesen Netherziegel. Ich finde, die Farbkombo kommt eigentlich ganz cool, aber so richtig cool sieht es erst aus, wenn das Dach fertig ist. Beim Dach habe ich das gemacht, was ich eigentlich bei dem ersten schiefen Haus richtig machen wollte. Nämlich so ein besonders hohes Dach, wie so ein altes Giebelhaus. Das hat hier viel besser funktioniert als beim ersten Mal. Aber ich lasse das andere Dach jetzt wahrscheinlich erstmal so. Ich finde, dass das hier extrem cool zur Geltung kommt. Vor allem im Vergleich zu den anderen Häusern die verschiedenen Dachhöhen immer. Das bringt sehr viel Diversität rein. Weil ich dachte, das sieht ganz cool aus in der Straße, habe ich jetzt überall an die Dächer quasi solche Lichterketten drangehangen. Das macht einen ganz eigenen Flair dafür, für den Stadtteil. Ich finde, das sieht sehr cool aus, sehr gelungen. Leider konnte ich hier immer nur Stück für Stück bauen, weil ich an die Keramik nicht anders rankomme als über Villager. Und wenn die halt den Trade nicht haben gerade, dann muss ich halt warten. Im Endeffekt hat das sehr, sehr lang gedauert, dieses eine Haus zu bauen, aber ich finde, das ist ziemlich cool geworden dafür. Und auf der Seite muss ich jetzt erstmal schon mal aufhören, weil ich ja hinten die andere Seite erst noch bauen muss und dann nicht genau weiß, wie viel Platz ich im Endeffekt habe. Ob da überhaupt dann noch ein Haus hinkommt oder ob da schon wieder dann das nächste Eckhaus hinkommt. Deswegen muss ich da jetzt erstmal dann gucken, wie es weitergeht. Also konzentriere ich mich jetzt erstmal auf diese Standardsachen, erstmal die Straße fertig bauen und dann auf der anderen Seite weitermachen. Aber ich bin mittlerweile sehr zufrieden, wie das Ganze hier aussieht. Bis jetzt. Es gibt nur ein, zwei Sachen, die ich vielleicht im Nachhinein nochmal überarbeiten würde. Das wären nämlich die Dächer von den Häusern vorne, die alle auf einer Höhe sind. Ihr werdet das gleich sehen, wenn die anderen beiden Häuser in der ersten Reihe fertig sind. Ich finde, das sieht nicht ganz so gelungen aus. Da muss ich auf jeden Fall nochmal ran. Aber ich habe auch keine konkrete Idee jetzt, wie ich das überarbeite. Besonders mit dem Haus mit dem Netherziegeldach müssen wir mal gucken. Weil das war irgendwie sehr schwer umzusetzen, da habe ich auch sehr lang für gebraucht. Ich habe das erstmal alles angepasst an die anderen Dächer, aber im Endeffekt weiß ich nicht, ob ich das so lasse. Es sieht irgendwie ein bisschen... Es macht schon Sinn, also in der echten Welt könnte das so aussehen, aber so richtig zufrieden bin ich damit noch nicht mit diesem kleinen Vorstand da. Ja, und dann kam auch eine sehr schwierige Sache mit dem Dach von dem Ziegelsteinhaus. Wie ich das da dran anpassen sollte und vernünftig als Eckhaus machen würde, das ist sehr schwierig. Seht ihr den Vorstand links? Das sah schrecklich aus. Ich habe mich dann dazu entschieden, wie auf der anderen Seite, das Netherziegeldach einfach weiterzuziehen. Aber das richtig anzupassen war schon schwierig. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen im Endeffekt. Ich habe mich 1000 Mal das wieder neu überarbeitet. Ich denke, so sieht es ganz cool aus. Es ist hat eine sehr spezielle Form, aber ich finde, es sieht sehr interessant aus. Genau, und weil da vorne wieder so hellere Häuser waren, habe ich mir gedacht, dann mal wieder ein dunkleres für den Kontrast. Ich finde es irgendwie ganz cool, mit den Netherziegeln zu bauen. Habe mir wieder gedacht, dass ich Quarz als Akzente setze und ansonsten mit Blackstone arbeite. Damit der... weiß nicht, welche Keramik das ist. Ich glaube, das ist weiße Keramik. Bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das so lasse, aber die Vorderseite ist ja eigentlich sowieso egal, die sieht man nicht. Im Zweifel. Erstmal muss ich die Dripstone Farm entfernen, die da die ganze Zeit rumflog. Bei dem Haus habe ich auch 1000 Mal die Fassade überarbeitet, weil ich nicht zufrieden war. Hier dachte ich jetzt mal, ich übertreibe das mal mit dem hohen Dach. Weiß ich nicht, ob ich das die ganze Zeit so lasse. Eigentlich sieht es ganz cool aus, aber ich weiß nicht, ob es zu übertrieben ist. Das könnt ihr mir mal in den Kommentaren sagen. Es ist schon sehr hoch, aber andererseits ist es super cool, wenn man von dem Weg oben auf die Stadt guckt und halt in den hinteren Reihen das Dach ein bisschen aussteht. Es sieht halt alles so verschieden aus, aber es ist schon ziemlich hoch, wie ihr seht. Ja, so langsam nimmt das Ganze ein bisschen Form an. Ich denke mal, dass es erst so richtig
zur Geltung kommt, wenn ich auch den Hinterhof detaillieren kann und generell mehr Details reinbringen kann. Da freue ich mich total drauf. Das wird eine Folge an sich, wo ich nur das ganze Viertel versuche, ein bisschen Details reinzubringen, ein bisschen hübsch zu machen. Aber das ist so insgesamt jetzt der Stand der Dinge. Da könnt ihr mir mal sagen, wie findet ihr das denn? Was ich jetzt generell aus dieser Idee herausgebaut habe. Ich habe ja keine Vorlagen und nichts. Wie ihr jetzt seht, meine ich, die Dächer da vorne, dass die alle so auf einer Höhe enden und nicht so fertig aussehen, finde ich. Könnt ihr mich mal wissen lassen, ob ich die nochmal überarbeiten soll? Das ist ja kein Problem. Oder ob ihr das so ganz cool findet, wenn auch zum Teil das alles wie auf einer Höhe aufhört. Zum Teil, nicht überall. Aber ich finde, sowas zu bewerten ist immer sehr schwierig. Das kommt erst zur Geltung, wenn da erstmal richtig was steht. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Stadt baut, ist es schwer, einzelne kleine Häuser halt zu bewerten. Klar. Designtechnisch kann man da auf jeden Fall noch was machen. Das werde ich wahrscheinlich in der Detaillierfolge alles richtig machen. Aber so vom Grundbau bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Sieht schon ganz cool aus. Nur die Dächer vorne, muss ich wirklich sagen, kann ich mich, glaube ich, nicht so 100% mit anfreunden. Aber ich finde generell der Look von der Stadt mit dem Gang im Hintergrund und alles. Ich glaube, jetzt kriegt ihr auch ein Feeling davon, wo das alles hingehen soll. Und ich glaube, das wird sehr cool. Ach so, und Leute, nur damit ihr Bescheid wisst, ich bin nicht so zufrieden damit, diese ganzen Videos als einzelne Timelapse aufzunehmen. Also es wird jetzt demnächst dann wieder Folgen aus der Perspektive, aus der Ego-Perspektive beim Bauen auch geben. Und so ein bisschen eine Mischform aus beiden. Ich hatte jetzt leider die ganzen Folgen nur als Timelapse aufgenommen, weil ich das mal ausprobieren wollte. Aber im Endeffekt gefällt mir das besser, wenn wir das teils machen, denke ich. Ich hoffe, das ist bei euch auch so. Lasst mir auf jeden Fall mal eure Meinung da in den Kommentaren. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal.